Hallihallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Erste-Schritte-Video zum aktuellen Programmierwettbewerb. Das hier ist auch schon die Homepage zum Programmierwettbewerb. Und wie ihr herkommt, ist eigentlich ganz einfach. Ihr gebt hier oben wettbewerb.academics.de ein und ihr kommt hier drauf. Dann könnt ihr natürlich auch über die Academics Homepage gehen, wählt Lehre aus und dann findet ihr den Programmierwettbewerb auch. Gut. Alles, was ich euch heute noch erzählen möchte, findet ihr natürlich auch unter Tutorial hier, Installation. Und erste Schritte. Naja, der erste Schritt, den wir machen, wir laden uns das Spiel einfach mal runter. Dafür gehen wir auf Download, klicken hier Version an und laden uns das runter. Ich habe das Ganze schon mal getan, deswegen mache ich das jetzt nicht nochmal. So, das Spiel ist geladen. Wir gehen jetzt hier mal auf Eclipse. Ich denke mal, das ist das Programm, was die meisten von euch aus 1.5 kennen. Drücken wir OK und er erzeugt uns mal eben unseren Workspace. Welcome. Gut, den machen wir mal zu hier und wählen uns mal hier Java aus, damit wir die schöne Oberfläche bekommen. So. Und dann erzeugen wir uns gleich mal ein neues Projekt. Das Projekt nennen wir einfach mal Wettbewerb. Ich denke, das ist eine sinnvolle Benennung. Drücken Finish und auf geht's. Gut. Was müssen wir als erstes tun? Als erstes müssen wir das Spiel hier rein verlinken. Wie machen wir das? Wir machen Rechtsklick auf das Projekt, sagen Properties. Wählen dann hier den Java Build Path aus und wechseln zum Reiter Libraries. Im Anschluss daran fügen wir die Jar hinzu. Dafür klicken wir hier auf Add External Jar, gucken, wo wir das gespeichert haben. Aha, ich habe es bei mir auf dem Desktop liegen. Drücke hier rauf, sage Öffnen und schon ist es hier drin. Bestätigen das Ganze nochmal mit OK. Und wenn wir jetzt das Projekt mal ausklappen, sehen wir, aha, hier ist so ein Reference Libraries Part aufgetaucht. Den klappen wir mal aus und wir sehen sofort, oh, hier ist das Spiel. Sehr schön. Genau das, was wir wollen. Dann fangen wir mal an, unseren Bot zu schreiben. Dafür sagen wir hier Rechtsklick drauf, sagen New, gehen auf Class und überlegen uns einen tollen Namen. Ich denke mal, ich nenne es einfach hier mal My Bot, sage Finish und die Klasse ist da. Gut. Jetzt haben wir eine Klasse, aber die soll ja irgendwie was aus dem Spiel, ein Teil des Spiels werden. Das heißt, wir müssen wohl vermutlich irgendwas aus dem Spiel erben. Gehen wir mal einfach auf die Homepage, gehen wir mal auf Tutorial und gucken mal hier auf erste Schritte. Und was wir sehen, aha, wir sollen von der abstrakten Klasse Player Controller erben. Das ist ja auch schon gemacht worden. Das kopieren wir uns einfach mal ganz dreist. Zack. Hier und sagen Extends Player Controller. Jo, jetzt meckert er rum. Warum meckert er? Naja, wir müssen das dann importieren, das ist ja eigentlich auch logisch. Tun wir mal. Und jetzt meckert er nochmal rum. Ja, warum meckert er rum? Aha, wir brauchen halt ein paar Methoden. Das sind die Methoden, die Player Controller mindestens haben muss. Gut. Das tun wir einfach mal. Wir brauchen halt so einen Autornamen. Das bin in diesem Fall ich. Ich nenne mich mal Mr. Tutorial. Und dann braucht unser Bot noch einen schönen Namen. Da könnt ihr sehr kreativ sein. Ich nenne den Bot einfach mal wunderbar kreativ, cooler Bot. Und dann haben wir hier noch so eine Think-Methode. Das ist die Methode, die in jedem Zeitschritt des Spiels aufgerufen wird, einmal. Und weil wir noch keine Ahnung haben, was wir hier reinschreiben sollen, würde ich mal sagen, wir geben einfach mal einen Vektor zurück, einen Bewegungsvektor zurück, der 0 ist. Also Vektor und schreiben hier rein 0,0. Das heißt, er soll nirgendwo hinlaufen. Dann denkt ihr, man kann das hier rüber starten. Ist noch nicht ganz korrekt. Beim allerersten Mal müsst ihr noch hier auf das Spiel gehen. Macht hier einen Rechtsklick drauf und sagt Run as a Java Application. Das macht ihr deswegen, damit ihr zum Starten dieses Spiel benutzt und nicht die Klasse, weil die hat zum Beispiel keinen Startpunkt. Gut. Tun wir. Dann fragt man, ob wir das speichern möchten. Na klar, möchten wir das speichern. Drücken auf OK und das Spiel startet. Wuhu! Gut. Jetzt haben wir hier verschiedene Game-Modes zur Auswahl. Weil wir nur unseren Bot ein bisschen testen möchten, wechseln wir mal in den Trainings-Mode. Jetzt müssen wir unseren Bot noch raussuchen. Wir haben hier so ein paar schon zur Auswahl. Hier den WASD-Bot oder den WASD-Maus-Bot, den Flagmaster, den Random-Bot und den coolen Bot. Genau so heißt auch unser Bot. Das wird ja wohl sein. Gut, den wählen wir mal aus und drücken mal Play. Und was passiert? Yay! Das Spiel läuft hier oben, aber er bewegt sich nicht. Ist ja auch logisch. Wir haben gesagt, er soll sich nicht bewegen. Ich würde mal sagen, wir geben einfach mal einen Vektor zurück. Und zwar soll er mal nach unten links laufen.
der Maximalgeschwindigkeit. Das tun wir mal, drücken OK und drücken auf Play und der Spieler läuft, wie gedacht, nach unten links. Genau, das ist das, was er tun soll. Joa. Gut. Dann überlegen wir es mal. Ist ja ein bisschen langweilig. Zum Beispiel haben wir auch hier oben solche Argumente wie AI-Map-Info und AI-Player-Info. Ich würde erstmal vorschlagen, ihr benennt euch das mal sinnvoll um. Ich nenne das einfach hier mal Map. Und das nenne ich einfach mal Player. Da könnt ihr mal reingucken, was da so drin steckt. Zum Beispiel der Map. Drückt hier Map-Punkt und dann steht euch so ein paar Sachen vor. Hier haben wir zum Beispiel GetFlags oder GetGameType, GetNumFlags, GetPastSteps. Solche sinnvollen Sachen haben wir hier drin. Oder wir gucken mal unter Player, was er so hat. Oder Player hat auch so eine Menge Informationen. Sowas wie Movement-Vektor, den Noise-Radius, die Flaschenanzahl. Das können wir alles bestimmt mal gebrauchen. Aber welche Methoden können wir noch verwenden? Am besten geht ihr da mal auf die Homepage und dann könnt ihr zum Beispiel hier unter Tutorial die API-Dokumentation auswählen. Hier steht alles drin, was ihr für das Spiel so wissen müsst. Also alle Klassen sind hier aufgelistet und erklärt und kommentiert. Da suchen wir mal den Player-Controller, weil von dem erben wir ja, also wollen wir Informationen über den haben. Gut, dann zoomen wir hier raus, klicken hier rauf und schon haben wir hier eine tolle Seite. Gut, hier steht ganz viel drin. Gucken wir mal Method Summary, das sieht da gut aus. Was haben wir denn hier so? Wir haben den GetAuthor kennen wir, GetDebugInfo, GetName, HitPod, aha, OnGameEnded, OnGameStarted, OnPlayerDied, Think und ThrowBottle. Ich finde ThrowBottle klingt ganz interessant. Die ist auch protected, das heißt, wir können sie nicht überschreiben, aber wir können sie benutzen. Ich denke mal, das tun wir einfach mal. Das heißt, wir sagen hier, wenn du mich aufrufst, dann schmeiß mal eine Flasche los, und zwar an die Stelle 00. Warum an die Stelle 00? Da stand drin, das ist das Target, das heißt das Ziel. Und 00 wäre der Mittelpunkt der Welt. Das heißt, das probieren wir einfach mal aus. Starten das Spiel. Jetzt könnt ihr über diesen Run-Main-Knopf gehen, weil wir es ja vorhin verlinkt haben. Drückt ihr auf Play, speichert wieder und er sollte nach unten links laufen und sollte Flaschen werfen. Und tada, er tut es sogar genau in die Mitte der Karte. Ich denke mal, das waren so die ersten Schritte, die ich euch gezeigt haben wollte und ich hoffe, diese helfen euch auch. Und ich wünsche euch noch ein Happy Coding. Viel Spaß mit dem aktuellen Programmierwettbewerb.